Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchten wir euch die drei besten Pizzaöfen vorstellen. Wir haben für dieses Video viele verschiedene Pizzaöfen miteinander verglichen und auch anhand unzähliger Testberichte und Kundenbewertungen hier nun unsere Top 3 Modelle herausgearbeitet. Wir werden euch alle drei Öfen nacheinander mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen vorstellen. Dabei haben wir sie nach Preisklassen sortiert, wobei wir mit dem günstigsten Ofen anfangen und den Vergleich mit dem hochpreisigsten Ofen abschließen. Alles, damit ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Viel Spaß nun bei diesem Video. Alle weiteren Infos zu den Öfen wie auch den tagesaktuellen Preis der Modelle erfahrt ihr über die Links in der Videobeschreibung. Und auch keine Sorge, das günstigste Modell und das teuerste Modell sind preislich nicht einmal 200 Euro auseinander. Hier sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Fangen wir aber gleich an mit dem ersten und auch günstigsten Pizzaofen im Vergleich, dem Klarstein Diavolo. Dieses Modell ist 40 cm breit, mit dem Schornstein 74 cm hoch und 83 cm tief. Die Maße des Pizzasteins betragen hier 33 x 33 cm. Das Modell besteht außen komplett aus Edelstahl und besitzt glatte Oberflächen, die ideal auch für die Reinigung des Modells sind. Die Funktionalität ist hier sehr, sehr einfach. Man platziert das Modell einfach irgendwo im Freien, befüllt ihn rückseitig mit Holzpellets und bringt ihn damit auf die gewünschte Temperatur. Dafür haben wir hier sogar eine Temperaturanzeige, ein Thermometer, welches uns bis 500 Grad die aktuelle Temperatur im Innenraum anzeigt. Weitere Besonderheiten dieses Modells sind der Tragegriff für einen sehr handlichen Transport sowie der große Lieferumfang des Modells. Abgesehen von dem Pizza-Pelletofen an sich und dem Pizzastein haben wir hier noch einen Fleischeinsatz, ein Abtropfblech, ein Pizzaschieber, ein Blechheber und auch eine Pelletschaufel mit dabei sowie eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Der stärkste Punkt bei diesem Ofen ist aber vermutlich sein Preis. Das Modell ist für noch unter 200 Euro erhältlich und auch in verschiedenen Farbvarianten, schwarz, blau, rot oder auch in Silber zu haben. Mehr Infos zum Klarstein Diavolo, dem Pizzaofen mit 13 cm Pizzastein, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum nächsten Modell aus der nächsthöheren Preisklasse, zum Bernhard Outdoor Nero. Hier handelt es sich um den aktuellen Bestseller, der Outdoor Pizzaofen. Das Modell besitzt eine Abmessung von 40 cm in der Breite, 83 cm in der Höhe mit Schornstein und 81 cm in der Tiefe. Er ist insgesamt also etwas größer als das Klarsteinmodell, unterscheidet sich auch vor allem in seiner Form. Statt einer eher quadratischen Form wie beim Klarstein Diavolo ist dieses Modell abgerundet und erinnert damit an einen klassischen Pizzaofen. Auch dieser Ofen wird kinderleicht mit Holzpellets befüllt. Dafür gibt es hier einen praktischen Nachfüllschacht, durch den man den Ofen jederzeit mit neuem Brennstoff versorgen kann. Der Schornstein, der hier mit dabei ist, ist auch abnehmbar und besitzt einen Regenschutz. Dieser sorgt dafür, dass man den Ofen selbst bei kleinerem Regen benutzen kann. Der Pizzastein des Modells ist ebenfalls 33 x 33 cm groß, genau wie beim Klarstein Diavolo. Und auch hier ist wieder ein Thermometer dabei, welches die aktuelle Innenraumtemperatur bis 500 Grad Celsius anzeigen kann. Bis 500 Grad soll es das Modell in weniger als 10 Minuten schaffen. Sobald Holzkohlepellets, Holzscheite oder Briketts, was auch immer, in der Feuerbox angezündet werden, kann es hier also sehr schnell losgehen. Weitere Besonderheiten dieses Modells sind die Edelstahlfüße, welche alle vier klapper sind, sowie auch die extra doppelte Edelstahlummantlung des Modells, welche eine Wollfüllung besitzt. Das isoliert zusätzlich und sorgt dafür, dass die Temperatur sehr schnell im Innenraum ansteigt, aber dann auch in diesem bleibt und nicht entweichen kann. Abgesehen von dem Ofen und dem 33 x 33 cm Pizzastein besteht der Lieferumfang noch aus einem Pizzaschieber, mit dem man seine Pizza ohne Probleme schnell aus dem Ofen holen kann. Preislich liegt das Modell zwischen 200 und 300 Euro, also bei aktuell 250. Wie der tagesaktuelle Preis ist zum Zeitpunkt, an dem ihr das Video schaut, könnt ihr gerne mal selbst herausfinden. Mehr Infos zum Bernhard Nero über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber noch zum dritten und letzten Pizzaofen aus diesem Vergleich, dem hochpreisigsten Modell, dem Onikaru 12. Dieser kommt nochmal mit einem etwas anderen Design. Das Modell besteht zwar ebenso wie die anderen Modelle aus Edelstahl, besitzt aber weder eine komplett eckige noch eine komplett runde Optik. Er ist zwar an sich rund, besitzt dann aber doch abgeschrägte Kanten. Die Abmessungen des Modells betragen 40 cm in der Breite, 73 cm in der Länge und mit Schornstein ca. 60 cm in der Höhe. Es ist damit das kompakteste Modell im Vergleich, besitzt aber ebenso einen 30 x 30 cm Pizzastein. Hier sind die Abmessungen also gleich, genauso gleich ist auch die maximale Temperatur, mit dem der Ofen operiert. Bis zu 500 Grad wird das Modell meistens heiß, dafür gibt es hier allerdings leider kein Thermometer. Das gibt es bei anderen Modellen von Oni, aber nicht beim Karu 12.
Betreiben kann man das Modell entweder mit Holz, Holzkohle oder auch mit Pellets. Er wurde speziell für den Betrieb mit hochwertigen und festen Brennstoffen entwickelt und kann die Flammkammer innerhalb von maximal 15 Minuten auf 500 Grad erhitzen. Der besonders dicke Pizzastein sorgt für eine maximale Wärmespeicherung mit der Extra Flame Keeper Technologie. Eine knusprige Pizza in Rekordzeit, das garantiert Oni mit dem Modell Karo 12. Die Besonderheiten sind hier der besonders dicke Schornstein, das wie schon erwähnte sehr praktische Format, sowie auch die speziell mit Keramikfasern isolierte Brennkammer. Ein sehr hochwertiges Modell, Oni ist ein Hersteller, der sich ausschließlich auf Pizzaöfen spezialisiert hat. Und so können wir uns nicht nur beim Karo 12 sicher sein, dass es sich hier um ein Top-Gerät handelt, sondern auch bei allen anderen Modellen dieser Marke. Mehr Infos zum Karo 12, aber auch zu weiteren Pizzaöfen von Oni findet ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Und das ist auch unsere letzte Empfehlung. Informiert euch nun nochmal selbst zu den Modellen, vergleicht sie eigenhändig anhand der Links in der Videobeschreibung und schaut, welches Modell das für euch beste ist. Wir müssen sagen, wir haben uns da doch schon in den Klarstein Diavolo verliebt. Dieses Modell kommt vor allem leistungstechnisch mit ähnlichen Eigenschaften wie die anderen Öfen, hat aber zudem noch einen sehr, sehr starken Lieferumfang dabei. Hier bekommt man unserer Meinung nach das beste für sein Geld, aber eure Kaufentscheidung trefft ihr natürlich im Endeffekt selbst. Wir hoffen nur, dass unser Video hier euch dabei helfen konnte.